Leute, ich habe noch was Spezielles für euch bei dem ganzen Nerf-Trubel sozusagen. Ich habe hier die zwei höchst interessanten neuen Busby Blaster, die auf die schönen Namen Air Max 10, weil 10 Schuss und Air Max 6 hören. Air Max, weil sie nicht etwa so funktionieren. Plus, ich meine, sie würden so funktionieren, aber dann würden sie nur einen Meter weit schießen und das tun sie nicht. Sondern sie schießen definitiv sehr viel weiter. Wie man vielleicht am Geräusch hört, oh, schießt doch gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, wirklich nur ein paar Meter. Wie man im Geräusch vielleicht schon hört, ist das hier ein Luftdruckblaster, eben wie der große Bruder sozusagen auch, der halt hier aufgepumpt wird und dann auch so, mal pumpen und dann dreht sich die Trommel halt weiter. Es ist eine schicke Sache. Natürlich nichts für Leute, die extremes Schnellfeuer jetzt gewohnt sind, eben weil man nach jedem Schuss ungefähr 10 bis 12 Mal Luft wieder aufpumpen muss. Aber insofern halt schick, weil man nicht wie bei sonst bei den meisten Luftdruckblastern halt in jedem Schuss jetzt einzeln nachladen muss. Es gibt allerdings natürlich auch die Luftdruckblaster so von früher, die dann quasi halbautomatisch jetzt die Trommel dann so gedreht haben und leer gemacht haben. Nichtsdestotrotz sind das hier zwei extreme Bastelblaster, mit denen wirklich Leute, die halt gerne basteln wollen, extrem viel Spaß haben werden. Eben weil es natürlich fast keine beweglichen Teile hat. Ne? Also man hat halt hier die Luftpumpe. Hier drin ist dann ein Lufttank mit einem Ventil, das gezogen wird, wenn man hier auf den Auslöser drückt. Und das einzige Mechanische, was halt jetzt noch dabei ist, ist halt hier dieser Drehmechanismus. Also man kann sich vorstellen, wie viel Leerraum jetzt hier in so einem Blaster drin ist und was es dann einem für Möglichkeiten gibt, da noch dran rumzufummeln oder Einbauten zu machen, Lampen und was auch immer noch. Dazu kommt, dass mir einfach dieses Design hier sehr gut gefällt. Also es hat halt wieder ein bisschen was von einem Bolzenschussgerät oder irgendwie sowas. Gerade jetzt die Zehner mit diesem schräg stehenden Ding, was man halt so als Magazin ansehen könnte. Das finde ich echt schon ziemlich cool. Und einfach dieses Luftdruckthema, was jetzt nicht unbedingt super viel... Also ist jetzt in der Praxis nicht unbedingt toll, aber einfach dieses Luftdrucksystem hat halt irgendwie was archaisch Tolles irgendwie für mich. Ja, dieses Aufpumpen und dann dieses Geräusch. Plop, ne? Also ist halt irgendwie schön rustikal. Das ist halt irgendwie ein Vergleich zwischen, was weiß ich, einer Fußbodenheizung und einem Lagerfeuer, sage ich jetzt mal. Irgendwie, also sicherlich ist die Fußbodenheizung effektiver und komfortabler, aber das Lagerfeuer ist irgendwie heimeliger und ist halt mehr was fürs Herz sozusagen, wie man hier im Rheinland sagt. Die beiden Teile sind echt, meiner Meinung nach, echte, ja, will jetzt nicht sagen Alternativen zu Nerf, dafür ne, ist einfach so die Bauart und so weiter, das ist schon alles sehr viel billiger gemacht, aber Bastler werden an den Teilen richtig viel Freude haben und man kann halt die Dinge auf wahnsinns Reichweiten bringen. Schön ist halt auch, dass die Darts, die jetzt da mitgeliefert werden, sehen jetzt auf den ersten Blick aus wie diese stinknormalen Busby Darts von früher, aber der Schaumstoff ist jetzt echt eher so wie von Nerf Guns, also sehr viel weicher, sehr viel leichter. Und im Vergleich zu den alten, schweren Busby Darts wirklich echt eine Riesenverbesserung. Ganz rechts der alte Saugnapf Busby Dart, dem festen, sehr schweren Schaumstoff.
In der Mitte die neue Art von Busby Dart ohne Saugspitze. Sehr viel porösere Schaumstoff und dadurch leichter. Nicht so leicht wie ein Elite Dart, wie sich nachher zeigen wird, aber trotzdem schon eine große Verbesserung. So, ohne lange Umschweife zum Schusstest. Wir fangen an mit der Air Max 6, die ich mit drei Busby und drei Elite Darts zum direkten Vergleich geladen habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Schussbahn sozusagen mal ausgelegt. Jeden Meter eine grüne Stoffbahn, beginnt ganz unten am Bildrand mit 6 Metern. Damit ist die Tür 15 Meter entfernt. Fangen jetzt mal an mit 10 Pumps für die Busby Darts. Ja, 6, 7, 8, 9, 10 Meter. Zehn, elf, zwölf, 13. 13 Pumps. Keine Ahnung, was das jetzt war. Oh, ein leeres Loch. Ah. Da muss man sich jetzt noch ein bisschen dran gewöhnen, dass die Trommel dreht, bevor der Schuss abgefeuert wird. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Trommelblasern, dass zuerst geschossen und dann gedreht wird. Hier wird wirklich zuerst gedreht und dann geschossen. Das macht die Sache natürlich beim Nachladen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Nehmen wir jetzt gegen die Wand. Ah, direkt 15, 13, 14, 15. Ist auch nicht so viel weiter als jetzt mit 10 Pumps. 6, 7, 8, 9, 10 auch, glaube ich. Anscheinend geht dann wohl so bei 10 Pumps schon ein Überdruckventil an, welches sich natürlich schließen lässt. Machen wir weiter bei den Elite Darts. Mal 10 Pumps. Boah. Also ein höllenweiter Unterschied jetzt direkt schon zu sehen. Also das ist locker bei 16 Meter. Das ist jetzt 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, der war jetzt mit 12, also mit weniger Pumps, weniger weit. 6, 7, 8, 9, 10 Meter auch. Der war jetzt ein bisschen im Bogen geschossen, aber eigentlich nicht so sehr, wie ich jetzt gedacht hätte, dass ich geschossen hätte, aber auch locker 15 Meter gut drin. Man sieht also, die Elite-Darts fliegen bedeutend weiter. Allerdings sind die Busby Darts stabiler. Sprich, in gut gemoddeten Blastern könnten diese Busby Darts tatsächlich ein guter Ersatz für Whistler oder Tagger sein, falls es die irgendwann mal nicht mehr geben sollte. Diese Busby Darts sind sicherlich sehr gut in der Anschaffung und auch preisgünstig. Also da sollte man mal nachschauen. Allerdings, wie gesagt, Elite Darts, denke ich, fliegen bedeutend weiter. Und das wird man sicherlich auch noch mal sehen, wenn wir uns die Air Max 10 einmal anschauen. Ich räume mal eben auf und dann sind wir wieder da. So, das Feld ist bereinigt. Wir machen weiter mit der Air Max 10. Bin mal gespannt, ob bei der der Lufttank größer ist. Zumindest der Pumpweg ist bedeutend länger als bei der Air Max 6. Ich verstelle jetzt die Schärfe absichtlich nicht, weil ich die dann erst wieder neu justieren muss. Ihr habt die Dinger ja gerade schon in scharf gesehen, deshalb ab geht's direkt. Busby Darts 10 Pumps.
Also nicht, glaube ich, wirklich nicht mehr Power. Nochmal 10 Pumps. Nö. Also 6, 7, 8, auch 9 Meter. Vielleicht knapp 10. Machen wir mal 12 Pumps. Das kommt mir fast vor, als ob es schlechter schießt. Mal gucken. 15 Pumps. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, knapp 11 Meter, würde ich sagen. Das ist jetzt interessant, dass dieses Sechser jetzt momentan doch irgendwie besser schießt. Ich will das nochmal mit den drei Darts, die ich in der Air Max 6 hatte, nochmal gegenchecken. Nummer 12. Nö. Ich glaube, das waren jetzt 15. Na, 16, 15, 14, 13. 13 Meter. Nochmal 15. Ah. Offensichtlich ist, wenn der Tank denn hier größer ist, tatsächlich ein stärkeres Sicherheitsventil eingebaut. Das müsste man nochmal irgendwann mal bei Gelegenheit mal überprüfen. Schießen, dann drehen. Haben wir jetzt mal 20 gemacht. Also mehr Pumpen hilft an dieser Stelle jetzt nicht mehr, um größeres Ergebnis zu erzielen. Also bei knapp 10, 11 Pumps oder so geht definitiv ein Ventil rein, was verhindert, dass man das hier noch weiter aufpumpt. Also definitiv der erste Modding-Ansatz hier irgendwie das Überdruckventil zu verschließen, aber da muss man sich logischerweise auch mit den Pumpen ein bisschen zurückhalten, weil logischerweise hat das Überdruckventil auch so seinen Sinn. Also wenn man dann noch mehr pumpt, als wirklich gut ist, dann geht einem das Teil natürlich auch kaputt. Aber genug erzählt, wir kommen zu den Elite-Darts in der Air Max 10. Fangen mit 10 Schuss wieder an. Also es zieht sich wirklich durch, dass die Elite-Darts weitaus besser fliegen. Der landet jetzt bei satten, also exakten 16, 14, 13 Meter. Ich pumpe jetzt nur mal 8 Mal, um zu gucken, ob vielleicht 10 schon zu viel sind. Aber hallo. Gucken wir mal, ob wir es noch weiter runterziehen auf 5. Ja, auch mit 5 immer noch. 13 Meter. Nochmal mit 5. Also sehr konstant. Dann machen wir mal einen mit 20. Aber jetzt leicht wieder ein bisschen im Bogen geschossen, gebe ich zu. Aber den Bogen abgezogen sind wir dabei bei 15 Meter. Also kann man schon festhalten, solange man an dem Blaster nichts moddet, kommt man mit 5x Pumpen ungefähr genauso weit wie mit 10x Pumpen. Ich denke, das kann man so stehen lassen und ist ein ganz gutes Ergebnis. Gerade mit Elite Darts hat man
den Nachteil des Pumpens recht schnell ausgeglichen, da man eben halt nur 5 Pumps braucht, um auf eine halbwegs sinnvolle Reichweite zu kommen, also mit 13 Metern, ist man zumindest so, was Indoor-Kämpfe angeht, Bürokämpfe angeht, wirklich ganz gut bedient. Ja, die zwei Geräte wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Ich meine, Verpackungsdesign hat Basbi jetzt immer noch nicht drauf, aber das ist auch so Sinn der Sache irgendwie. Die ganze Verpackung soll, glaube ich, einfach schreien. Nimm mich, ich bin die Hälfte billiger als die Nerf, die über mir steht. Also, man gucke sich nur mal den pummeligen kleinen Jungen unten an. Also, da scheint Basbi ganz zufrieden mit zu sein, irgendwie das Image zu verkaufen, dass irgendwie nur die blöden Kinder auf dem Schulhof mit Basbi spielen. Naja, ganz egal. Ich persönlich bin ein Riesenfan von den Teilen. Ich habe leider einfach momentan überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen, aber das ist schon eine richtig coole Nummer hier. Und einfach die Tatsache, dass Basbi jetzt nochmal sozusagen eine Lanze bricht für Luftdruckblaster, ist allgemein für mich jetzt schon mal aller Ehren wert. Und das ist einfach was komplett Eigenes in dieser schwierigen Zeit sozusagen, wo Power über alles und Kapazität und Reichweite und naja, also die Teile definitiv mal einen Blick wert für Leute, die ein bisschen spielen wollen und die dieses Archaische so ein bisschen mögen. Leute, die jetzt extrem kompetitiv, wettbewerbsorientiert zocken wollen, ist das jetzt sicherlich nichts, aber nichtsdestotrotz für mich zwei Blaster, die definitiv interessant sind, und wer die mal günstig irgendwo sieht, kann da getrost zugreifen, besonders eben die Leute, die Interesse an was Exotischem haben und halt gerne basteln. Die wollte ich euch jetzt nochmal schnell vorstellen. Das war's für mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.